Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Kleiner Hinweis am Rande, eigene Sache, heute Abend ist wieder ein Livestream. Ich würde mich freuen über rege Beteiligung und rege Zuschauer. Zahlreich am besten, ne? Wie gesagt, schaut mal rein, was nun genau kommt. Wir machen halt weiter hier im Spiel, wo wir nicht aufhören werden. Das heißt, Sägewerk betreiben, Sägewerk erweitern und so weiter, was wir also machen müssen. So, jetzt fahren wir jetzt zurück zum Hof. Das ist ein Autoanhänger, einer für die Balken nicht. Ich weiß nicht, wie die hingekommen sind. Das Sägewerk hat, ich sage, die müssen ja hergeflogen sein. Ne? Seitdem ich das Sägewerk habe, habe ich da die Balken. Frag mich nicht genau, wie das hierher kommt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich habe keine hergefahren, ich war auch nicht da. Ich weiß nur, dass die mit Autoanhänger aufnehme und dann entsprechend wegfahre. Und einmal war das durch Speichern die ganzen Balken durcheinander. Ja, und das könnte ein Grund sein, ne? Das machen wir weg. Und jetzt schieben wir dann nach rechts hoch oder gerade in der Mitte. Ganz früher haben wir ganz gerne mehr in der Mitte gehabt, weil wenn ich mit zwei, drei Bildschirmen arbeite oder anhabe, dann ist es immer ungünstig, wenn die Maus vom Bild weggeht, dann ist es die Lenkung immer hinüber. Mit einem Bildschirm geht's. Ich habe das nun mittlerweile so gesteuert, dass ich die beiden Geräte per Stromschalter separat ausschalten kann oder gar nicht erst einschalten tue. Ist fürs Spiel besser und weniger Leistung, und ich nehme eben einen zweiten Rechner auf, den ich noch hatte. Macht sie ganz gut. So kleine Synchronprobleme, die ich nach einer gewissen Zeit bekomme. Ansonsten funktioniert das ganz super. Also der Rechner ist im Prinzip entlastet. Also besonders bei 7.2D ist das ganz wichtig. Sonst ist das echt ein Problem. Ne? Da soll es aber jetzt ein Patch kommen oder eine neue Version 19.0. Habe ich mal so auf so einer YouTube-Seite gesehen. Das soll wohl Ende Juni kommen. Lass mal gespannt sein, was alles kommt. Und zwar auf Englisch habe ich ja nicht verstanden. Ja, also nur teilweise halt Datum gelesen habe ich da schriftlich. Ob so stimmt, ich hoffe es. Ne? Und wenn nicht, ja gut. Kann man nur hoffen, ne? Also die Meldung echt war, ne? Heute haben wir ja erst den 13. Naja, aber gut, ist Samstag. Ich bin zwar nicht arbeitgläubig, aber wenn es irgendwie geht, darauf anlegen wollen sie auch nicht, ne? Ja, hier hat es mächtig viel Schnee gegeben. Jetzt haben wir hier wieder alles mal geräumt gehabt, oder teilweise, jetzt haben wir wieder alles weiß. Plattenweg noch nicht ganz so, aber der Rest ist mächtig weiß geworden. Nur mal gespannt im Frühling, ob alles wegtaut, ne, zur rechten Zeit. Wegen Düngen und prophylaktisch Unkrautbekämpfung. Das machen wir jetzt mal von vornherein mit. Das haben wir für Zeit jetzt und das machen wir auch. Bis da, wenn es klappt, mache ich mit dem globalen Max so, dass ich Tabak. Tabak geht nicht. Gut. Aber was aber geht, ich könnte ja Dünger verkaufen und Pflanzenschutzmittel bei der Marsch und hier einkaufen. Was ich machen könnte, ist noch den separaten privaten Markt. Ich würde das zwar sehr teuer bezahlen müssen, aber wenn ich viel einliefere, wird es hier auch preiswert. Und umgekehrt könnte ich hier Getreide und Weizen, also Weizen und Gerste verkaufen für Thüringen, für die Marsch, für die Brauerei. Dann können wir uns da mehr um Hopfen kümmern. Das wäre eine Option. So, da sind noch ein paar Bretterpaletten. Die werden wir mal gleich wegnehmen. Sägewerk arbeitet noch, das ist gut. Ich will mal ganz kurz im Menü gehen. Große Paletten. Das ist aber jetzt große Bretterpaletten. So. Nicht dicht genug dran. Ne? Oh, übereinander, das ist gut.
Ich brauche nicht Platz hier, ne? So. Kann man die Klappen aufmachen? Ich glaube schon. Oh. N. Dann können wir nämlich die gleich mit der Gabel aufnehmen und brauchen nicht jeden einzeln hochheben. Ne? Mal schauen, ob wir vielleicht zwei genommen kriegen. Das wäre ja super, ne? Bisschen gerade ranfahren am besten. Na. Na, gespannt. Oh, die nimmt er gar nicht. Kann aber sein, dass die noch fest beladen sind mit Autoload. Dann geht es wahrscheinlich nicht. Müssen wir erstmal entladen, also U aktivieren, aber Arbeitsmodus deaktivieren im Prinzip. Das ist meine Erklärung dafür immer jetzt. So. Oder müssen die abladen, das kann auch sein. Gut, das war nicht so gewollt, aber gut, das ist egal. Man kann ja die Position nicht so recht erkennen beim Schnee. Leider. Aber wir nehmen mal so ist, wie es ist, ne? Wird ja im Frühjahr irgendwann mal wegtauen. Hoffen wir mal, ne? Ist halt so, ne? Gerade mal probiert mit diesem Schneedings da Mod. Und wie das so war, hat mich gewundert, Mensch, wieso taucht der Schnee nicht weg, ne? Ja, bis ich ihn ja gesehen habe. Klar, logisch, ne? Snow-Dings hier. Immer Winter so ungefähr. Ja, der ist ganz schön schwer vorne. Auch nicht mal lange. Das ist eine Gehbeweiterung für Season. Da kann man, wenn man sich Schnee austoben will, eine kleine Eiszeit generieren. Aber man kann kein Geld verdienen, ne? Also logisch, ne? Gut, man könnte Holz ja sicherlich. Kann es ja im Winter auch ernten. So, ist er runtergefallen, ne? Schlecht. Also Heckgewicht wäre praktisch nicht schlecht. Würde, wäre sicherlich ganz hilfreich manchmal, ne? Auch hier ein bisschen aufräumen, weil es geht. Wie gesagt, ist ein bisschen zu schwer. Müssen wir die Säckgewichte, die wir doch schon haben, mal holen bei Gelegenheit. Aber nehmen wir heute. Dann muss ich mal einen Offstream machen, ne? Oder im Livestream. Da geht's auch, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Die Paletten geht ja ganz gut, aber bei Leerpaletten ist es ein bisschen schwierig. Also da schafft man nicht so viel einmal. Vorratlager erhöht sich und dann können wir ja entsprechend sehen, dass wir
Ja, sind ganz schön schwer. Ist ja weit nach vorne, ist ja auch eine entsprechende Hebelwirkung da, ne? Oh, die anderen beiden lassen wir noch liegen, den einen nehmen wir weg. Also schräger liegt auch, ne? Wird ja auch voll sein. So, da haben wir es auch ein bisschen auf. Der letzte muss spinnen, ne? So. Lager gefüllt, das sind wir gleich mal hierbei und werden wir das nächste aufladen. Und zum nächsten Jahr werden wir auch ein Heizkraftwerk bauen. Aktuell lohnt sich das noch nicht, die Lager sind noch nicht gut gefüllt. Das lohnt sich in dem Sinne nicht. Mal schauen, ob wir vorwärts fahren können. Macht sich ja besser, ne? Ja, wir fahren können wir mal, ne? So. Aber runter kommen wir da nicht. Gut, deswegen habe ich ja dann mit ohne Deichsel gekauft. So, auf Bretterpaletten ist jetzt, stellen wir um auf Quaderballen, Rundballen nicht, Missionspaletten, große normale Paletten. Müsste das sein. Kommen wir nicht einen guten runter. Wie ist denn so rum? Mit dem LKW wäre schwierig gewesen. Traktor geht's. Dann muss ich aber nächstes Mal ein bisschen anpassen. So, wir haben die ersten Paletten verkauft. Also jetzt bei Marker, also B. Mal sehen, wo er hinlädt. Mal versuchen zu gucken, vielleicht können wir das sehen. Also gehen ein paar rauf, ne? Gerade gesehen, da ist er zu sehen. Okay. Z war es gewesen. Da haben wir jetzt Problem wieder. Zu tief gelagert, ne? Müsst ihr was hinlegen, höher legen. So. Den können wir ja rückwärts ranfahren. Mal versuchen wir, dass er hier automatisch auflädt. Dann kann das Sägewerk auch länger arbeiten. Meine Fahrkünste hinkriege das? Ja, mal sehen. Deswegen habe ich ja den Kauf ohne Dykes, also das jetzt, ja, geht doch nach links und rechts weg. Jetzt können wir meine Schulter im Schnee zu schieben, ne? Oder so machen. Geht nicht so richtig rückwärts. Kann aber auch im Schnee liegen. Also wie gesagt, das ist nicht unbedingt ideal, ne? Aber für heute reicht's. Ist ja bald Frühling, also schon Tag Nummer 5, ein Tag noch Winter dann.
Laden wir gleich auf. Weil viel mehr anbauen kann ich ja nicht an Gebiet. Weil die Straße wollte ich nicht komplett blockieren, ne? Ungünstig, ne? Ja, wir haben hier Gewitter. Müsste eigentlich so gut sein. Eigentlich. So. Er sollte jetzt eigentlich automatisch aufladen. Also betone eigentlich. So, hier mal die Paletten ein bisschen anheben. Dass sie auch verkauft werden, ne? Da wäre schön, wenn der Trigger ein bisschen höher wäre. Aber gut. Muss ich mal. Gibt ja auch nichts zur Zeit, wo man machen könnte, ne? Halt nicht, was man machen könnte, aber da was abkippen könnte und dann planieren. Wäre eine Option, aber weiß ich genau was. Die Balken verschwinden ja normalerweise auch. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und wie gesagt, heute Abend Livestream. Würde mich freuen, wer hier da ist. Der kann, ne? Zeit ab 18 Uhr ungefähr. Und da kommt noch ein Livestream um gegen 9 Uhr. Manchmal ein bisschen früher, 10 vor 9. Zerfen die so die. Da geht es weiter mit, ja. Halt. Bisschen bauen und ein bisschen basteln. Zurzeit ist die Werkbank fertig, wir bauen eine Munition und dann werden wir noch ein bisschen gucken, dass wir noch mal Teile finden, die wir noch brauchen können zum weiteren Ausbau der Basis. Und dann mal hier tschüss und ciao ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.